Hallo Leute und willkommen zurück bei Mafia 2. Wir haben beim letzten Mal schon damit angefangen, hier die Zigaretten zu verkaufen. Haben da auch ein bisschen was verdient und jetzt geht's direkt zum nächsten Ort, wo wir den restlichen Kram verkaufen. So, Moment mal, eben Interesse halber schauen, wo das ist. Da hinten und wir sind... Ach du Scheiße, wir sind da oben. Gut, wird ein langer Weg, aber vielleicht können wir den Highway, Freeway, was auch immer nehmen. Ey, Vorsicht. Hier kommen meine Zigaretten. Alle aus dem Weg. Vielleicht sollte ich auch ein bisschen mehr rechts fahren. Arbeitet er auch für Eddie? Davon träumt er. Der Kleine ist kaum 18. Er arbeitet für mich, fährt mich rum, macht Botendienste, solche Sachen. Er hält sich aber für einen Gangster. Der Junge sieht zu viele Filme. Wenn sich der Kurze dich zum Vorbild nimmt, hat er ein Problem. Ach ja, Klugscheiße. Er erinnert mich sehr an dich, als du in seinem Alter warst. So, ich habe in Europa 2 Jahre lang Kugeln um die Ohren gekriegt und war 6 Jahre im Knast, seit ich dich kenne. Das meinte ich mit Problem. Was ist los mit dir? Hat dir jemand in deinen Morgenkaffee geschissen? Hast du die guten alten Zeiten vergessen? Ja, daran musst du mich irgendwann mal erinnern. Was ist denn da los mit dem Vito? Aber gut, er hat natürlich schon recht, der kleine Marty da, den wir in der letzten Folge kennengelernt haben, der jetzt direkt mal irgendwie auf die schiefe Bahn gerät, wenn er hier mit Joe Geschäfte macht oder mit ihm zusammenarbeitet, ist ja jetzt natürlich nichts, was man so im Leben erreichen möchte, außer man spielt Mafia. Dann schon. Oh, was für coole Werbeplakate hier, ne? Schön, dass wir jetzt hier auf der Strecke bleiben können und so ans andere Ende der Stadt fahren können. Ah, wir sind schon in Millville und können direkt hier runter. Sehr gut. Aus dem Weg bitte. Ich habe eine Zigarettenlieferung. Ach, dann nehme ich halt hier ein bisschen bisschen was von der Leitplanke mit. Passt schon. Huch, bin ich falsch abgebogen? Ja, ich glaube schon, aber... Hier kommt ja direkt der nächste Weg, den wir nehmen können. Oyster Bay. Uah. Scharfe Kurve. Oh nein, da noch so eine scharfe Kurve. So, und hier links direkt wieder abbiegen. Boah, bin ich froh, wenn ich nicht mehr LKW fahren muss. Wenn ich mir ein schönes, schnelles Auto holen kann und das wieder schön zu Schrott fahren kann. Läuft alles wie gespielt. Okay, das entschädigt fast für gestern Nacht. Fast. Na komm, wie willst du das toppen? Du bist an der frischen Luft, in guter Gesellschaft und verdienst einen Riesenhaufen Knete. Gar nicht übel für einen Kerl, der gerade aus dem Kittchen kommt. Okay. Wenn es so weitergeht wie jetzt, dann ist alles vergeben und vergessen. Das ist der Vito, wie ich ihn kenne. Oh Gott. Warum steigt der mitten auf der Straße aus, der eine Typ? Muss ich jetzt hier oben lang, oder... Ja, sieht so aus. Hey, eine Stange Blues bitte. Okay. Gib mir eine Stange Blues. Ja, Joe, mach ich doch. Bingo. Ja, hier ist aber ein bisschen was los, ne? Hier, bitte schön. Bis zum nächsten Mal. Hi. Ich nehme eine Schachtel Reds. Okay. Eine Stange Reds, Vito. Ja. Ja, genau die. Bitte schön. Was ist mit denen da hinten? Wollen die nichts? Haben die kein Geld für Kippen? Hier. Was verkaufst du, Kumpel? Willst du nur glotzen oder vielleicht auch was kaufen? Wer weiß. Wir verkaufen Kippen. 2 Mäuse für die Stange, 100 Mäuse für die Kiste. Ich mach dir einen Vorschlag. Schiebt 10 Stangen rüber und wir lassen euch mit einem blauen Auge davonkommen. Gegenvorschlag. Du steigst wieder in dein kleines Wägelchen zu deinen kleinen Freunden und ich tue so, als hätte ich euch nie gesehen. Wie klingt das?
Sag mal, hast du Matsch in der Birne, du Fettsack? Das ist unser Gebiet. Wenn ihr hier Geschäfte macht, kostet das. Also zahlt. Du hast Matsch in der Birne. Du weißt wohl nicht, mit wem du hier redest. Du kriegst noch eine Chance. Entweder du verziehst dich oder... Ich weiß, mit wem ich hier rede. Mit einem fetten Spaghettifresser, der in meinem Revier geklaute Kippen vom Lastwagen runterverkauft. Und jetzt ist Ladenschluss, kapiert, Arschloch? Okay, Jungs. Zeig dir, was brandheiße Ware ist. Scheiße, Joe! Verdammt! Was sagst du jetzt? Was ich jetzt sage? Das... Na los, steig ein, wir hauen ab. Okay, schnappen wir uns einfach den Burschen. Ach du Scheiße, hole die Rocker ein. Oh Gott, das kann was werden. Ich stehe schon voll auf dem Gas, Joe. Oh, das Auto lässt sich... Das Auto lässt sich aber super lenken. Den will ich auf jeden Fall behalten. Und wenn er kaputt geht, repariere ich den. Der ist gerade mal richtig gut. Oh ja, der ist mega. Das ist echt cool. Ja, in den Kurven vielleicht ein bisschen aufpassen, aber selbst das geht. Oh, was? Jetzt? Hä? Scheiße, wir müssen Eddie Bescheid sagen. Ruf ihn von der nächsten Telefonzelle aus an. Was? Wie verloren? Der war doch gerade hier. Und wo zur Hölle ist jetzt eine Telefonzelle? Modegeschäft? Moment mal, Info an. Telefonzelle, die grünen Hörer, logischerweise. Ich sehe hier gerade nicht einen. Wo ist denn hier eine Telefonzelle? Tankstelle? Schlüssel? Bin ich blind? Vielleicht wird der Wegpunkt jetzt gleich automatisch gesetzt. Ich schau mal, wo ich als nächstes runterfahren kann. Alter Falter, was für ein geiles Auto. Das ist super. Damit werde ich jetzt immer fahren. Ja gut, wenn ich mal anditsche, egal. Wir reparieren den halt einfach immer wieder. Oh, das ist ja mega gut. So, da ist eine Ausfahrt. Fahren wir hier mal runter und schauen, ob da irgendwo eine Telefonzelle ist. Der beschleunigt auch total gut. Ich bin gerade begeistert. Oh, hallo Polizei. So, Moment mal. Telefonzelle. Wir sind jetzt hier wieder bei Joe, stehen gerade mitten auf der Straße. Ah, da ist auch eine Telefonzelle. Hier vorne. Sehr gut. So, stellen wir den mal vorsichtig hier ab. Dann rufen wir mal den Eddie an. Dann war das anscheinend so gewollt, dass wir die Typen verlieren. Oh. Jemanden anrufen. Ja, ja, den Eddie bitte. Klaut bloß nicht mein Auto, Leute. Ich habe hier alles genau im Blick. Eddie, ich bin's, Vito. Wir haben ein Problem. Wir haben gerade Zigaretten ausgeliefert, dass plötzlich ein paar Halbstarke aufgetaucht sind. Die haben den LKW angezündet. Was? Verarschst du mich? Ihr seid nicht mit ein paar Halbstarken fertig geworden? Was für eine Scheiße ist da abgelaufen? Hör mal, Eddie. Hey, wir können nichts dafür. Sie haben den Truck abgefackelt, bevor wir wussten, was los ist. Und alles ist verbrannt. Okay, wir haben einen von ihnen abgeknallt, aber... Ist mir doch scheißegal. Ich will meine Kohle. Ich habe 2 Riesen für die Karre bezahlt und will sie wiederhaben. Ein Glück für euch beiden Nullen, dass ich Dereks Mann Steve mitgebracht habe. Wir haben gerade darüber gesprochen, was wir mit diesen Pennern machen sollen. Wir kümmern uns jetzt um sie. Steve trifft euch dann im Crazy Horse. Kennt ihr das? Okay, Crazy Horse. Ja, ich weiß, wo das ist. Steve bringt ein paar Jungs mit. Zeigt ihnen, dass man so nicht mit uns umgeht. Aber keine Schießerei. Das soll wie eine Schlägerei zwischen 2 Gangs aussehen. Ich will morgen in der Zeitung nichts von einem Blutbad lesen. Geht klar, Eddie. Keine Sorge. Wir machen das schon. Kein Ding, das kriegen wir hin. Fahre zum Crazy Horse. Wir treffen uns mit Steve und Crazy Horse. Die gute Nachricht ist, er wird uns helfen. Die schlechte, dass Eddie die 2 Riesen zurückhaben will. Scheiße. So, ich frage mich jetzt gerade... Eben mal kurz Pause. Ich überlege jetzt gerade, da hinten ist es, ob wir nochmal ganz schnell in die Werkstatt fahren und mal schauen, ob wir den Wagen anders lackieren. Wobei, es ist gerade nichts auf dem Weg. Machen wir das einfach auf dem Rückweg. Ja, geht ja auch. Sehen, was Steve so im Schilde führt. Der macht das nicht aus reiner Gefälligkeit. Komm jetzt. Wobei, das Auto ist in schwarz mit dem roten Dach ganz cool, aber wow. Ach, Eddie war am Telefon stinksauer. Und wie? Ich bin gerade auch stinksauer.
Wenn diese Arschlöcher nicht genug Geld haben, prügle ich ihnen Scheiße im Wert von $2000 aus dem Arsch. Ich bin dabei. Aber warum arbeitet Steve für Eddie? Wow. Er arbeitet für Derek und Derek ist einer von Vincis Bossen. Woher soll ich das wissen? Aber hey, du nimmst trotzdem weiter Jobs von Derek an, oder? Obwohl du für Eddie arbeitest. Wir tun doch alle, was wir tun müssen. Oh, wie gut das einfach mit dem Auto ist. Hier gerade das mit dem LKW. Da hätte ich vermutlich mit einem anderen Auto echt Probleme gehabt. Aber der lässt sich einfach super lenken. Hey, Steve. Hey. Hey, Jungs. Marty, was machst du denn hier? Hey, Joe. Ich bin diesmal mit dabei. Steve braucht Unterstützung und nimmt mich mit. Steve, ist das nicht... Da lernt der Junge mal was. Was wollen wir hier, Steve? Die Typen hängen doch immer in der Gießerei rum. Hier treffen sie sich immer, also fangen wir hier an. Dann fahren wir rüber zur Gießerei und bringen den Job zu Ende. Und wieso hilfst du uns bei dieser Sache? Die Saukerle haben die Karre von meinem Cousin geschrottet. Haben ihn ausgeraubt und ihm 3 Zähne ausgeschlagen. Diese Arschlöcher machen überall in der Stadt Ärger. Letzte Woche halt haben sie... Halt die Fresse. Jetzt rede ich. Schon in der Bibel steht, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und deshalb werden wir mit der Bude anfangen. Was hast du vor? Erstmal aus der Hütte Kleinholz machen. Ach, und wie? Na damit. An die Arbeit. Es geht los, Jungs. Macht mit, oder steht uns wenigstens nicht im Weg rum. Den Wichsern reißen wir den Arsch auf. Was für eine Scheiße geht denn hier ab? Ach du Scheiße, demoliere die Bar. Na gut. Dann machen wir mal mit. Kleines Geschenk. Vito, Marty, ich hab Molotow-Cocktails im Kofferraum. Holt sie und schmeißt sie rein. Mit Vergnügen, Steve. Alter, was? Moment mal, ich möchte mich mal eben hier umschauen. Ob es hier irgendwas Tolles gibt, aber nein. Nur jetzt mal kurz so Interesse halber. Wir haben ja gerade Zeit. Schön, dass die ganzen anderen Typen ohne uns hier einfach nichts machen. Wer baut denn an so einer Stelle eine Bar? Woher wartest du? Nimm das Ding und werf es rein. Hey, jetzt warte doch mal. Was ist das denn? Poster. Wanted, okay. Pavel Kernohus. Aha. AK Blackbird. Okay. Gesucht. Ah, Fahndungsplakate. Ja, die kann man hier... Genau, Steckbriefe sind überall in der Stadt versteckt. Die kann man hier immer mal wieder finden. Deshalb wollte ich mich jetzt auch... Ja. Ey, ich wollte auch anzünden. Okay, und jetzt auf zur Gießerei. Steigt ein, Jungs. Wir treffen euch 2 am Haupttor. Bis gleich. Ey, ich wollte auch einen Molotow werfen. Warum? Warum habt ihr ohne mich angefangen? Moment mal, war da gerade noch was? Steigt mal bitte nochmal aus, Vito. Hier konnte ich doch... Ach so, Kofferraum öffnen. Ist da was drin? Nee. Gut. Ja, steig mal bitte ein. So, das Ganze ist... Ach so, das ist da oben. Gut. Auch keine Werkstatt auf dem Weg. Quatschen die beiden gar nicht? Das wundert mich. Ich hatte jetzt gedacht, dass Joe noch irgendwas dazu sagt. Ich fahre gerade mal so schnell, wie es geht. Alter, der bremst so gut. Mhm, was habt ihr hier vor, Leute? Hey, was habt ihr hier zu suchen? Wir sind der Scheiße Spur gefolgt. Nächster. Ha, sehr gut. Euch mache ich kalt. Joe, pass auf! Danke, Kleiner. Scheiße, die haben Kanonen.
Macht sie fertig! Okay, so viel zum Thema. Nein. So viel zum Thema, das bleibt hier bei einer Schießerei. Wie duckt man sich nochmal? Wie geht man nochmal in Deckung? Showtime, ah, genau. Ich geb dir Deckung. Ab jetzt. Das Schwein hat mich erwischt. Gib mir Deckung, Blödmann. Mist, Mann, hab ich du schießt ja beschissen. Wo sind die denn hier überall? Gehört der dazu? Nee, der gehört zu uns. Okay, Moment. Erstmal umschauen, ob hier irgendwo Waffen sind oder irgendwas anderes. Hier ist nichts. Ah, hier sind die. Nee. Wo sind denn die Typen? Alle ganz weit nach vorne gerannt, oder wie? Die sind alle von uns. Ah, da haben wir doch einen. Ey. Weiter so, Vito. Ja, ja. Stirb. Was ist Lass dir was einfallen. Was. Beeil dich. Der lebt immer noch. Nicht schlecht, was? Ja, nicht schlecht. Los, du Arsch. Ah. Oh, Joe, du bist mir ein bisschen im Weg. Ich muss hier auf jeden Fall die Munition Gib aufheben, die hier so rumliegt. Ich weiß aber nicht, inwieweit ich da rüberkomme. Na, komm raus. Du auch noch. Da ist noch einer. Und der lebt auch noch. Komm raus, komm raus. Sehr gut. Uah! Shit! Den habe ich nicht gesehen. Los, ich gebe dir Deckung, Vito. Komm raus aus deinem Rack. Bin wieder da. Jetzt ist er noch nicht. Wer ist der Nächste? Komm schon, ich weiß, keiner. Bleib jetzt, wenn ich am Leben ist, der Kampf vorbei. Schleicht sich von hinten an. Du bist ja lustig. So eine verdammte Scheiße. Hab ich noch eine andere Waffe? Nee, ja gut, den Revolver habe ich noch. In der Falle, kreis den Bastard ein. Ich möchte gerne wechseln. Ja, genau. Joe, geh bitte aus dem Weg. Verflucht, du sollst mir Deckung geben. Ja. Ich sehe hier nicht wirklich was. Seid ihr? Die nächste Kugel ist für dich! Bleib ich mal hinter der Kiste? Oh! Oh! Oh shit, ist da noch einer drin? Der ist schon tot, okay? Los, Vito! Komm raus, komm raus. Wie viel die aber auch überleben, ne? Au! Sollte. Ey! Geh mal bitte aus der Deckung. Ist der. Ist der jetzt mal tot da hinten? Ich will's hoffen. Gib acht, Vito. Alter Joe, du rennst mir immer im Weg rum. Ich geb dir Deckung. Hast du es mal gemerkt? Ich bin stolz auf mich. Okay. Laber mich nicht voll. Ich muss hier doch erstmal selbst schauen, ob hier noch irgendwo Muni ist oder Waffen. Zeit, vor den Schöpfer zu treten. Joe, Joe! Ich wollte dahin. Mehr kannst du nicht. Du stehst gerade ein bisschen im Weg, mein Freund. Der ist auf jeden Fall... Mann, das war echt klasse. Ja, ja. Na komm, stirb. So, da ist keiner mehr. Joe, geh bitte da weg. Ah, sehr gut. Schreib dir Karte aus dem Jenseits. Der müsste auch tot sein. Zwei sind da noch. Ah, hier. Einer ist da noch. Wo ist der? Der müsste mit dem Rücken zu uns stehen. Da. Du bist tot. Komm raus, komm raus, komm raus. Los, los, ich geb dir Feuerschutz. Gut, dass der Kerl auch nicht trifft. Es geht natürlich noch weiter. Also jetzt lasst mich hier bitte Munition aufnehmen, Waffen aufnehmen, alles Mögliche. Hier ist gar nichts mehr. Na gut, warum sollten hier hinten auch Waffen rumliegen, ne? Die kann man ja nur von den Gegnern aufheben. Der hat aber auch nur eine Pistole. Jetzt nicht rum. Okay.
sehr gut. Hier haben wir Muni. Hatte der noch irgendwas? Ja, auch. Oh, sehr schön. Dann schaue ich nochmal eben hier vorne. Da war nichts und das ist auch keine Waffe. Okay, dann machen wir jetzt einfach so mit den Pistolen weiter. Sollte hoffentlich funktionieren. Noch sehe ich keinen. Joe rennt weiter. Okay. Das sind aber ganz schön viele, ne? Die bewegen sich gerade noch nicht wirklich, oder? Ah, jetzt. Jetzt. Alles klar. Gut, Vito, los jetzt. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Hast du das beim Militär gelernt? Jetzt sind sie plötzlich überall. Los jetzt. Zack, zack. Alles klar. Ah, Mist, der ist direkt hier. Schieß, Vito. Hast du Schiss, Arschloch? Sehr gut, dann haben wir eine Waffe. Ja. Das ist alles? Dann blüht dir was. Na gut, Schrotflinte auf die Entfernung ist natürlich immer so eine Sache. Der ist von uns, der ist auch von uns. Da ist einer. Komm raus. Nicht schlecht, was? So, da sind aber noch zwei. Oh, Mist. Das war voll daneben. Der sitzt in der Falle. Kreist den Bastard ein. Hey. Sehr gut. Ja, wie gesagt, mit Schrotflinte auf die Entfernung ist, glaube ich, echt blöd. Lade ich mal die lieber nach. Ist da immer noch hinter. Lass mir noch was übrig, Arschloch. Kann ich auf die Fässer schießen? Nein. Okay. Sind die alle weggerannt? Die feigen Säcke. Schleich dich von hinten an. Du bist witzig. Sind jetzt schon alle da um die Ecke. Komm raus aus deinem Rattenloch. Gib los, du alle von uns. Okay. Der Typ müsste da mal weggehen. Das wäre voll nett. Dankeschön. Du bist tot, Mist. Los, ich geb dir Deckung, Vito. Joe, geh du auch mal bitte weg. Gib mir Deckung, Vito. Ich möchte nämlich mal gucken. Raus. Ey. Weißt du, Fadenkreuz ist rot. An sich müsste ich ihn treffen und dann muss ich erstmal nachladen. Lass dir was einfallen. Beeil dich. Ja, jetzt komm raus. Ey. Ich hab eigentlich voll den Kopf im Visier, aber. Ey, warum treffe ich den nicht? Was ist jetzt los? Geht doch. Mann, das war echt klasse. So, da sehe ich keinen. Dann. Sehr gut. Bin ist da oben da? Einer? Nein. Komm raus, komm raus. Es wäre natürlich effektiver, öfter mal in den Kopf zu schießen, anstatt immer nur in die Beine. Ich gebe dir Feuerschutz. Moment, da war eine Waffe. Alles klar? Jetzt hey, da ist er. Was für eine ist das? Wie kriege ich die? Ach so, sehr gut. Bleib gefälligst am Leben, bis der Kampf vorbei ist. Das ist einer. Gib dir Deckung. Los. Mach schon, leg ihn um. Das Schwein hat mich erwischt. Jo, Mist. Den haben wir. Was? Mann, du schießt ja beschissen. Dass die hier immer so viel quatschen müssen, ne? Ah, ich bin gerade einfach nur voll. What? Was? Ich wurde getötet? Ich wollte gerade sagen, ich bin hier voll konzentriert und die labern, aber so konzentriert war ich gar nicht. Denn anscheinend habe ich nicht darauf geachtet, dass ich nur noch voll wenig Energie habe.